Guten Morgen, liebe Schülerinnen und Schüler. Ich möchte euch im Zuge der verstärkten Online-Unterrichtssituation mein Übeprogramm, was wir auch schon oft gemeinsam durchgemacht haben, in Kurzform per Video präsentieren, damit ihr beim häuslichen Üben eine Orientierung habt und wir uns beim nächsten Online-Unterricht gezielt einige Punkte herausgreifen können. Wir fangen an mit dem Warm-up, das habt ihr ja auch alle schon oft genug gemacht. Als erstes atmen wir, das mache ich am liebsten so, einatmen, ausatmen. Am besten die Hand oder die Hände auf den Bauchraum, um zu kontrollieren, ob wir auch wirklich tief einatmen. Diese Übung 5 bis 10 Mal machen. Man kann das Ausatmen auch gegen die Handfläche machen. Wichtig ist, dass das Einatmen mit einem offenen Hals passiert, wie beim Gähnen, nur nach innen. Ausatmen darf stark sein, das macht direkt die Stütze wach. So, wir nehmen das Mundstück in die Hand. Dazu machen wir das gleiche mit einem Ausatmen, machen das Ausatmen aber durch das Mundstück, aber die Lippen über den Rand. Wir spüren den Widerstand in der Seele des Mundstücks und das führt auch direkt zu einer Aktivierung der Stütze. So, jetzt bringen wir das Mundstück zum Klingen. Wir bringen erstmal Luft durch mit dem Trompetenansatz, aber ohne Ton und verstärken dann die Kontraktion der Lippen, um etwas Ton zu erzeugen. Sobald wir einen Ton haben, kontrollieren wir die Qualität und machen nur so viel Kontraktion wie nötig, damit der Ton vernünftig klingt. Als nächstes nehmen wir unser Instrument, entfernen den Stimmbogen und spielen auf dem Mundrohr ohne Stimmbogen das Gleiche aus der Luft in den Ton und versuchen, den Ton, den das Mundrohr hergibt, so stabil und stark wie möglich zu machen, mit so wenig Aufwand wie nötig. Das kann ein bisschen dauern, bis wir die richtige Frequenz gefunden haben und die richtige Kontraktion und Luft. Wir wollen den Ton so fett wie möglich haben auf dem Mundrohr. Dann merken wir uns diese Einstellung hier oben und die Verbindung mit der Luft und spielen ein tiefes C bzw. B für die Posaunenkorbbläser. So sonor wie möglich mit so wenig Anstrengung wie möglich. Anstoß. Wenn wir ein gut klingendes B gefunden haben, dürfen wir den Anstoß mit dazu nehmen. Und dann können wir schon Richtung Bendings gehen. Den Ton einen halben Ton fallen lassen bei vollem Sound, das bedeutet mehr Luft geben, sobald der Ton abfällt, und wieder zurückholen. Das geht auf jeden Ton. Und so weiter. Nach unten, nach oben, bis zum erstmal nicht. Dann nehmen wir eine Quarte und biegen den Ton um eine Quarte runter.
Bis hier. So, dann haben wir doch schon sehr vieles geschafft. Diese Übung führt uns direkt zu den Pedaltönen. Das können wir dann mit dem Dur-Dreiklang machen. Ich starte auf 1. Ihr erinnert euch, das ist der gleiche Ton wie... Das käme von hier. Und so weiter, bis ganz runter. Der Grundton ist nicht immer ganz einfach zu kriegen. Ihr nehmt den Ton, der kommt. Offen, ohne Ventile. Und wenn er zu tief ist, ist das egal. Man muss das eine Weile üben. Das kann Wochen oder Monate dauern, bis man den an den richtigen Platz kriegt. Trotzdem nicht Ventile drücken und offen spielen. So, dann haben wir schon die Pedaltöne erledigt. Und jetzt nehmen wir Bindeübungen, die wir mit Bendings direkt kombinieren. Also. Und so weiter. Wir können auch eine Quarte am Anfang machen und dann halbtonweise. Nach unten. Die Bindeübungen bauen wir aus, soweit wir können und wollen. Wenn wir das möchten, bis zu 5 oder mehr Naturtönen. Gut. Es geht weiter mit Bindenstoßen. Dazu lassen wir die Bendings weg und nehmen die Bindeübungen, die wir eben schon mit den Bendings gemacht haben, aber die wechseln wir ab, gebunden, gestoßen. Und so weiter. So viele Naturtöne, wie ihr möchtet und könnt. Man kann schon bei 3 aufhören oder, wenn man ganz am Anfang steht, bei 2 oder andere machen 5 oder mehr. Ist alles möglich, je nach persönlichem Leistungsstand. Als nächstes nehmen wir eine Tonleiter, die uns vertraut ist. Zum Beispiel G-Dur bzw. F-Dur für die Posaunenchorbläser und spielen einen kleinen Ausschnitt daraus. Tonleiter erweitern wir nach unten und nach oben. Und so weiter. Kann man, wenn man fit ist, durchaus sehr weit treiben. Ich glaube, am Ende kommen wir raus bei... Bis dahin geht das für die meisten dann doch schon. Gut, und wir gehen zurück zu den Pedaltönen und verlassen aber die Pedallage wieder in Richtung mittlerer und höherer Lage, wie wir das zum Beispiel von den James Stamp Übungen herkennen. Kennen wir so oder ähnlich. Wir machen eine Übung, die so ähnlich geht.
diese Übung machen wir chromatisch aufwärts. Dann ging es weiter mit 1, 2, 3. Letzten Pedalton hier raus. So, als nächstes nehmen wir eine Anstoßübung, die haben wir auch schon öfter im Unterricht gemacht. Stehen und erreichen dadurch eine starke Belastung der Muskulatur, die im Laufe der Zeit dann eine deutliche Kräftigung hervorruft. Gut, dann haben wir ein paar Fingerübungen. Da können wir einfach Standardübungen nehmen von Clark oder Visuti zum Beispiel. Gestoßen ab und haben dann für die Finger und gleichzeitig für den Zungenstoß etwas Positives getan. Dann haben wir eigentlich noch diese kleine Rutschübung, die ich auch schon öfter mit euch gemacht habe. Wir lassen die Naturtöne, die zwischen den Start- und Zieltönen liegen, erklingen. Zeit und Kraft hat. Gut, das war das Allerwichtigste in Kürze. Alles Weitere dann im Online-Unterricht. Vielen Dank, euer Martin.